Campus. Die Elbflorenzer von Dynamo Dresden und die erste Mannschaft des 1. FC Frankfurt-Oder. In der Gruppe B die Mannschaft von Vorderfahrer René Schneider, der Berliner Fußballclub Dynamo hat sie bekommen, der SV Babelsberg 03, der JFV Eisenhüttenstadt und die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt-Oder. Die Spielpläne und die Hallenregeln sind schon zu ich das ab, ich bringe mal über mit. Ja, wichtig ab, die ganze Termine. Kein Problem. Ich kann mir Sinn, letztes Jahr hatte ich auch so ein Zettel, da standen alle Termine drauf und da musste man dann ankreuzen, ob man da kann oder nicht kann und das wieder zurückschicken. Habe ich damals von Martin gekriegt. Ja, bei der Sichtung war ich damals Rollo mit bei, wo war da in Lindau. Da war Leon bei. Ich glaube, Chico war mit bei, ich war auch mit da. Kann man. Nee. Und da war Robin mit bei, genau. Die drei. Und ich habe ja die Kinder hingefahren. Er sollte noch fahren, der war aber krank. Genau. Und bin mit Tobi und Leon hingefahren. Und dann habe ich sie eben, habe ich sie dann, da war dann Niklas noch mit bei. Nee, Niklas, heißt ja Niklas, der mit Torwart. Ja. Der war noch mit bei, dann sag schon. Chico und nein, habe ich dann mal nach Cottbus gefahren. Dann sind sie von da aus dann nach Polen. Nach Polen waren sie nämlich mit. Ja. Ich bin von da wieder abgeholt. Ja, wie gesagt, da war Leon auch bei. Danach. Genau. Könnt ihr irgendwie mit Informationskurs dann spielen. Nummer 7, Max Janke. Da hat er dann mit seinen Rücken was zu tun gehabt, würde ich sagen. Schießen lassen können.
Ja, hätte er mit Rechten gekriegt. Er war gerade so im Lauf wahrscheinlich. Ja. Weiter. Oh, alles richtig. Schön, Junge. Oh, Leon, stärker. Ja, 2 zu 1 führt. Ja, war mal eine Saison im Tor gewesen, eigentlich der 13er da. Der jetzt am Ball ist. Ach, ja. Die Endstelle der Fußball-Bundesliga. Braunschweig schlägt Hoffenheim 1 zu 0. Der HSV überlegt Mainz 2 zu 3. Bayreuth schlägt Hannover 2 zu 1. Bremen schlägt Leverkusen 1 zu 0. Und Dortmund überlegt Hertha BSC 1 zu 2. Tatsache. Das ist halt nur Nullstand bei Bremen, die war. Ja, der ist auch eingeschlagen. Die Babelsberger treffen Leon Hitzel, drittes Turniertor, 3 zu 1. Ein bisschen Dollar.
Kunde Lukas Gräber für den ersten FC Frankfurt 2. Hören Sie mal. Postwendeantwort der Wahlsberger. Georges Morales, das zweite Turnier verfolgen, 5:3 für Wahlsberger. Schön, Leon. Ganz stark! Schön! Oh, und jetzt wird er offen! Wieder der Kleine frei. Thank you.
ist gut. Ja. Nee, aber siehst du schlimm. Ich muss die Beine durchrutschen. Ja. Oh, schade. Alle drei auf den Ball führen, wa? Hören, Tobi.
Aber jetzt kommt er. Nicht fummeln. Andere Seite. Jetzt spielen. Schön. Hello! So, Linze! Alles frei, die Ecke. Ja, 4:3 Führungstreffer für Baden-Württemberg. Leon Dienzel, fünftes Turniertor. Nee, Robin Wunze, erste Tor. Wieder der Kleine frei. Robin, du musst immer so passen. Nicht zu glauben, der Kleine. Leon hilft mit 5 Toren nachher zum Schluss. Kann er ein Tor behalten. Wenn er im nächsten Torschützenkönig wird. Wenn sich für diesen lohnt. Ja. Dann wollen wir nichts gesagt haben. Der Kleine ist so quirlig. Kriegen sie den Griff dort? Gibt's da ja nicht. Oh, ist er wieder frei. Außen. Bei den letzten beiden Spielen laufen es folgt danach das Spiel 1. FC Frankfurt 2 gegen die JFV Eisenhüttenstadt. Max, ey, gibt's ja nicht. Machst du mal Kopf ab? Ja, ja. Unmöglich manchmal. Das ganze Verhalten. Müssen wir machen und so. Schön, Flo, jetzt Tempo, Tempo zum Tor! Schön gesehen. Genau. Ganz stark, Flo. Ja, das war das 5:3 für Babelsberg. Torschütze Leon Hinzel. Sechstes Turniertor. Nee, 5 ist halt mal gut. Lassen wir durch. Dann gewinnt halt die Krone wenigstens.
Tempo. An der Seite.
Vorsprung raus. Fünftes Turniertor. Thank you.
Das ist ja ein schöner Weg. Thank you.
Ja, es war auch die letzten beiden Spielminuten im zweiten Halbfinale 1:0 für den SFC Frankfurt 1. Nach diesem Halbfinale Spiel um Platz 7 Union Berlin gegen 1. FC Frankfurt, zweite Mannschaft. Höhe spielt! Oh! Schießt er mit rechts, ey. Mit rechts. Ha? In Überzahl. Also haben sie sich nicht gut eingestellt um sich.
spielen. Oh. Er ist berührt. Vor der Mitte. Schön, jetzt andere Seite. Los, andere Seite. Flo muss mit. Ja, sechs Spiele haben wir. Immer 12 Minuten. Dann müssen wir 3-4 Minuten richtig powern. Dann können sie sich kurz ausholen und wieder auf. Ja, sie müssen ja auch immer erst, also das ist jetzt zynisch, aber erstmal eins noch hinten liegen, bevor sie überhaupt anfangen zu spielen. Wahrscheinlich ist das. Oder? Andere Seite, andere Seite! Schön! Meine Tochter hat gewonnen mit mir. Die ist vorne, die ist in der Familie gewonnen. Die ist selig. Ja. Hat sie einen Tor Reihe. Kommt dann heute auch nicht ran, erklären. Hat sie ein Familienduell gewonnen. Schön, Robin. Jetzt gleich. Genau. Boah, hab ich schon. Von der Bank gekauft. Ihr müsst so die abkriegen, ey. Von Chico. Oh, Zeit noch! Legen wir noch! Ja. Ich muss dann nicht mit links schießen. Den 15er hat er in die Mitte gegeben, Robin, wa? Der humpelt. Ich hab's da runtergelegt, wa? Schön! Oh! Wollte gerade sagen, ey. Das ist super. Ja, ich wollte schon eine Hand. Aber ich bin doch rüber, warum ist da frei, links? Den sollten wir jetzt mal machen. Schön. Na, über der Mitte kann er nicht spielen. Erstmal nicht. Jetzt. Ah. Schön. Oh.
ab. Tempo! Nicht fummeln, Leute. Das ist ja tödlich, du. Einfach nur einen simplen Doppelpass. Ist ja vorbei. Schön. Jo! Das 2:0.